Rhabarberkuchen bekannt. Ja, man könnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren. Ja, man konnte sagen, dass Barbaras Rhabarberkuchen ohne Wenn und Aber gar eine geradezu magische Erfahrung war. Abracadabra, ja, dieser Kuchen war geradezu bombastisch. Und die Nachfrage danach erstarkte drastisch. Barbara eröffnete noch im selben Jahr eine Bar und nannte sie Barbaras Rhabarberbar. In der Stadt gab es auch ein paar Barbaren, die hatten von Barbaras Rhabarberbar erfahren. Und da sie fortan jeden Tag bei Barbara waren, nannte man sie bald die Rhabarberbarbaren. In den Folgejahren ließen die Barbaren nach und nach ihr barbarisches Gebaren fahren. Sie waren, behauptete Barbara, fast noch sympathischer als Barbarpapa. Aber die Barbaren waren stark behaart und hatten alle einen struppigen Barbarenbart. Gar nicht apart. Daraufhin schickte Barbara ihre Barbarenfreunde.